Venedig, Paris, Wien, Eisenstadt und Baden. Das sind jene Orte, die uns heute im Rahmen unserer Architekturtour hier im Arnulf-Reiner-Museum in Baden begegnen werden. Ich möchte Sie dazu recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Hermann Weißenbacher und ich bin Kunstvermittler hier im Hause des Arnulf-Reiner-Museums und möchte mit Ihnen bei unserem nächsten 30-minütigen Rundgang der Frage nachgehen, wer war eigentlich Charles de Moreau, der dieses Haus vor genau 200 Jahren erbaut hat. Charles de Moreau wurde als Charles-Jean-Alexandre de Moreau in Paris geboren und schon bei seinem Geburtsjahr gibt es große Ungereimtheiten. In diesem Porträt ist Charles de Moreau zu sehen, gemalt wurde dieses Porträt von Wald Müller. Ja, nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit lässt sich also sagen, wann er das Licht der Welt erblickt hat. In manchen Quellen findet man das Jahr 1758, in anderen Unterlagen 1760. Fest steht jedoch, dass er in Paris geboren wurde und mit seiner Frau Adelheid fast 40 Jahre gemeinsam verheiratet war. Die beiden hatten 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter. Einer davon, Nikolaus, wurde sogar auch Maler und konzentrierte sich in seinem Schaffen vorwiegend auf Landschaftsbilder, auf Porträts und auf Genrebilder. Moreau ist für unser Gebäude sozusagen verantwortlich und wir befinden uns jetzt hier im Spiegelsaal, der auch als Festsaal immer wieder benutzt wird und in dem momentan die großflächigen, spektakulären Arbeiten von Emilio Vedova zu sehen sind, derzeit gemeinsam mit Arnulf Reiner hier in unserer Ausstellung noch bis September zu sehen sein wird. Früher hat es hier noch keine spektakulären Bilder von Reiner oder Vedova in diesem Saal gegeben, sondern er hat so ausgesehen, wie auf diesem Bild zu sehen ist, ein Salon mit wunderschönen Sitzmöbeln, wo eben die Badegäste sich vor und nach dem Bade aufhalten konnten. Ja, Charles de Moreau gilt als ein sehr bedeutender Architekt des Klassizismus, jener Stilrichtung, die eben den Barock bzw. das Rokoko ablöste und die dann in den Jahren 1770 bis 1840 zu der bestimmenden Stilrichtung und zu der Epoche in der Malerei, in der Architektur und in der Musik wurde. Zum Klassizismus gehören auch andere bekannte Namen, nämlich der Stil Louis XVI oder Empire oder eben auch das Biedermeier. Der Klassizismus ist jene Architekturform, die sich vorwiegend am Formenkanon des griechischen Tempelbaus orientiert hat, aber auch an der italienischen Frührenaissance. Dabei standen der rechte Winkel, blockhafte Formen, die Verwendung von Natursteinen, ganz klare Linien und manchmal auch Säulen oder der Kreis im Mittelpunkt der Architekten. Der Kreis, hier sehen Sie ein kreisförmiges Bild oder ein besser gesagt Objekt von Emilio Vedova, der sich so wie auch Arnulf Reiner manchmal mit dem Kreis auseinandergesetzt hat. Vedova hat diesen Disk, diese Scheibe geschaffen und sie steht jetzt hier bei uns in der Dombrett-Galerie sehr locker und leicht, obwohl es so ein riesengroßes Werkstück ist. Und wenn Sie sich jetzt diese Arbeit anschauen, werden Sie sehen, dass Vedova hier ohne Hilfsmittel gearbeitet hat und er mit seiner Körpergröße auch dieses große Format füllen konnte. Ich bin 1,81 m groß. Bei mir würde das sich nicht ganz ausgehen, aber Vedova
war immerhin ein stattlicher Mann von fast 2 Metern und so hatte er die Möglichkeit gehabt, auch hier ohne Leiter, die ihm, wie er selber gesagt hat, nur im Weg gewesen wäre beim Arbeiten, solche Bilder geschaffen hat. Kehren wir aber jetzt zurück von Wedowa zu Charles de Moreau. Ja, auch wenn bei seinem Geburtsjahr Unklarheit herrscht, weiß man, dass er in Paris Architektur studiert hat und im Jahr 1785, also er war noch nicht einmal 30 Jahre alt, hat er einen Preis für Architektur bekommen. Er hat ein Rundmausoleum entworfen und dieser Preis hat ihm ein Stipendium eingebracht. De Moreau ging daraufhin nach Rom, wo er sich mit der Vermessung von Altertümern vorwiegend beschäftigt hat. Nach Ablauf dieses 4-jährigen Stipendiums blieb er noch für 2 weitere Jahre in der italienischen Hauptstadt. Danach kehrte er nach Paris zurück und widmete sich zunächst der Malerei. Er trat in die Malschule des Historienmalers Jacques-Louis David ein, die im Pariser Louvre beheimatet war. 1799 dann wurde er mit der Umgestaltung des Palais Théâtre Français in Paris betraut und erhielt sozusagen seinen ersten größeren, bedeutenderen architektonischen Auftrag. Und in Paris kam es dann auch zu der ersten Begegnung mit einem Mann, der für Charles de Moreau sehr, sehr wichtig geworden ist, nämlich mit Fürst Nikolaus II. Von Esterhazy, den Sie jetzt hier im Porträt sehen können. Ja, der Fürst, der galt als sehr charmant, galt als umtriebig, galt als sehr gebildet und war ein Förderer der Künste und war auch Mitglied der Wiener Akademie der Künste. Der später war auch Herr der Insel Mainau im Bodensee. Und Esterhazy wollte für sich, ließ er komponieren, ließ er bauen, ließ er inszenieren und wollte somit seine Macht darstellen. Und er konnte Charles de Moreau dazu bewegen, nach Österreich zu ziehen. Hier sind wir nun im Frauenbad, dem wohl schönsten Raum unseres Museums, dieser ehemaligen luxuriösen Badeanstalt mit wunderschönen architektonischen Elementen. Sie können die Zugänge, die zum Becken führen, das sich unter uns befindet, sehen. Es gab auf beiden Seiten Zugänge zum Becken, da es für Damen und Herren geschlechtergetrennte Wohnbereiche, Umkleidebereiche gab. An den Wänden haben wir hier ebenfalls sehr, sehr beeindruckende Arbeiten von Emilio Vedova und Adolf Reiner, während man jetzt hier im Bild dieses großformatige Bild aus dem Rosso-Zyklus aus den 80er Jahren von Vedova sieht, der hier sehr extrovertiert nach außen hin explodierend arbeitet und seine Farbe aufträgt, ist er hier wieder mit seiner Gestik zu alter Stärke gekommen. Nach den düsteren 70er Jahren sieht man flankierend 2 schwarze Kreuze von Arnulf Reiner, die hier ja, sehr ruhig und stumm auf dieses wilde Bild in der Mitte aufpassen. Zu den Kabanen und kehren aber jetzt zu Charles de Moreau zurück nach dem Ausflug ins Schwimmbecken. Charles de Moreau war also nun der fürstliche Architekt von Esterhazy und er wurde vom Fürsten 1797 mit der Umgestaltung des Familienwohnsitzes in Eisenstadt, damals hieß es noch Kismaton, beauftragt. Und
Hier haben wir einen Plan, den Charles de Moreau für diesen Umbau des Schlosses Eisenstadt Esterhazy zu Eisenstadt entworfen hat. Er wollte ein sehr großes Gebäude im Stile des Klassizismus. Er wollte ein Opernhaus, eine Galerie für seine immer größer werdende Kunstsammlung und auch einen wunderschönen Garten nach dem Vorbild der englischen Landschaftsgärtner. Wie Sie jetzt im nächsten Bild sehen können, so kennen vielleicht manche Eisenstadtbesucher das Schloss Esterhazy. Wenn man es vom Park aus betrachtet, können Sie vielleicht sehen, dass der Plan nicht zur Gänze umgesetzt werden konnte, wie das so oft bei Schlössern in der Vergangenheit der Fall war. Und der Grund ist ein einfacher. Es gab politische Wirren, damals paradoxerweise der sogenannte Franzosenkrieg, und damit hat Esterhazy auch nicht mehr das Geld gehabt, um dieses große Vorhaben zu realisieren. Aber auf diesem Bild der Jetztzeit, hier sehen Sie den Leopoldinentempel, der auch sich an den griechischen Tempelanlagen eben orientiert und der in diesem Landschaftsgarten des Parks vom Schloss Esterhazy heute zu bewundern ist, kann man den Zubau zum Garten hin sehr gut erkennen, der jetzt typisch für Charles de Moreaus klassizistische Architektur ist. Also er ist hier ein eigenständiges Entree zum Garten hin, beziehungsweise eine Kulisse hin zum Festsaal, je nachdem von welcher Seite man kommt. Und er hat eigentlich überhaupt keinen praktischen Zweck mehr, sondern der praktische Zweck ist in den Hintergrund gerückt zugunsten der architektonischen Idee. Und das war bei Charles de Moreau ein sehr, sehr wesentlicher Punkt in seiner Architektur. Das Loslösen vom Zweck zugunsten der Idee. An den Wänden, hier in den Kabanen, kann man Arbeiten von Arnulf Rainer bewundern. Diese stammen aus dem sogenannten Piranesi-Zyklus und sie sind insofern auch sehr interessant, weil sie passend sind für unsere Dialogausstellung, denn Vedova und Rainer haben sich sehr geschätzt, vice versa sehr geschätzt. Und in den 80er Jahren, als Emilio Vedova in Salzburg bei der Sommerakademie eine Lehrtätigkeit hatte, hat der Arnulf Rainer in seinem Atelier in Oberösterreich besucht. Und Rainer war sehr, sehr nervös und hat damals sich gut darauf vorbereitet und hat dem Venezianer Vedova Bilder von Piranesi, der ebenfalls Venezianer war eben und die Rainer übermalt hat, vorgelegt. Hier können Sie sogar sehen, dass Rainer auch direkt in diese alten Bücher, wo diese Arbeiten von Piranesi drinnen sind, direkt hineingearbeitet hat. Also dieses Bild ist 1987 von Rainer übermalt worden und das Buch, der Kupferstich, der da drinnen abgebildet ist, stammt aus den Jahren 1783 bis 1790. So kam es eben hier zu dieser Begegnung der beiden großen Künstler. Ja, nachdem Charles de Moreau in Eisenstadt erfolgreich das Schloss Esterhazy umgestaltet hatte, kam er schließlich doch noch nach Wien, wo er zunächst einmal mit seiner Frau gemeinsam eine Wohnung bezogen hatte und etwas später, Sie können es hier bereits im Bild sehen, hat er gemeinsam mit zwei anderen Leuten, nämlich einem Fischverkäufer und dem Maler Karl Hummel, das Areal erworben. Sie können es hier sehen, es ist in der Nähe des Donaukanals gewesen und dort hat er dann das Dianabad errichtet. Das Dianabad wurde auch zu seinem Wohnsitz und es war ein sehr erfolgreiches Bad. Es war eine Badeanstalt, die aus Wannenbädern bestanden hat. Diese Wannenbäder waren in einem Arkadeninnenhof auf zwei Etagen aufgereiht und am Ende der Badezeit war auch ein sogenannter Erfrischungssaal angebaut.
Und dabei kamen bereits diese klassizistischen Elemente, wieder mit Säulen und Portiken wurde gearbeitet, sehr zum Tragen. Und dieses Bad war sehr erfolgreich und warf genug ab, dass Charles de Moreau davon auch gut leben konnte. Daneben sehen Sie ein weiteres Bauwerk, das Charles de Moreau in Wien errichtet hat. Das ist das Palais Sternberg im 3. Gemeindebezirk von Wien und dort ist heute das italienische Konsulat und das italienische Kulturinstitut beheimatet. Noch einmal zurück zum Dianabad, bevor wir uns dann dem letzten Bauwerk auf dieser Wand, den ich hier mitgebracht habe, widmen. Das Dianabad war auch nämlich Vorbild für ein anderes wichtiges Bad hier in Baden, nämlich hat der Architekt Josef Kornhäusl sich das Dianabad von Charles de Moreau zum Vorbild genommen für sein römisches Bad, das er im Palais, also Grand Hotel Sauerhof damals errichtet hat. Also Kornhäusl hat im Sauerhof das sogenannte römische Bad errichtet und geplant und hat auch dort mit den Säulen gearbeitet, hat also dort eine Adaption des Thermenbaus der Antike sozusagen in die damalige Bäderarchitektur der Neuzeit eingewoben. Also das war das Dianabad in Wien, welches bis zum Jahr 2020, also bis im Vorjahr sogar, geöffnet hatte. Jetzt ist es geschlossen. Es gab insgesamt 4 unterschiedliche Dianabäder. Das hier ist das in der Literatur, sieht man immer, das erste Dianabad. Die Österreichische Nationalbank, das ist auf dem letzten Bild jetzt hier zu sehen, ist insofern von großer Bedeutung bei Charles de Moreau, weil es eigentlich zu seinem Spätwerk zählt und es ist in den Jahren 1819 bis 1823 entstanden in Wien, in der Herrengasse im 1. Bezirk. Und mit der Errichtung dieses Bauwerks, dieses Bankgebäudes, hat eigentlich Charles de Moreau dann damals auch seine architektonische Tätigkeit wieder beendet und hat sich in seinen letzten, das ist jetzt eine lange Zeit, in seinen letzten 2 Lebensjahrzehnten dann wieder eigentlich der Malerei gewidmet und zusätzlich zu der Malerei hat er sehr, sehr moderne, fast schon fantastische architektonische Entwürfe gestaltet und gemacht. Jetzt möchte ich mit Ihnen ins Stundenbad gehen. Das Stundenbad ist unser kleinstes Becken derzeit im Haus. Sie können es jetzt hier sehen, es ist wirklich gestiegen, eine schöne Musik oben führen in dieses klitzekleine Becken. Und als Kaiser Franz I. noch seine Sommerfische hier in Baden verbracht hat, hatte er in diesem Stundenbad immer auch das Recht auf das erste Bad des Tages. Also wenn der Kaiser da war, hat schon der Kaiser Franz in diesem Becken hier sein Bad genommen. Charles de Moreaus Pläne vom Schloss Esterhazy waren dann aber auch Vorbild erneut für Josef Kornhäusl für ein anderes wichtiges Gebäude, klassizistisches Gebäude hier in der Stadt Baden, nämlich für die Weilburg, die Sie hier auf dem Bild sehen können. Er hat sich also an Charles de Moreaus Entwürfen von Esterhazy hier für dieses riesige Schloss zu Fuße des Burgbergs von Rauheneck entschieden. Die Weilburg war ein Geschenk von Erzherzog Karl, Sohn des Kaisers Leopold II., der 1815 als 44-Jähriger die erst 18-jährige Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg heiratete. Und kurz nach der Hochzeit hat er den Entschluss gefasst, seiner Ehefrau quasi dieses Schloss als Sommersitz zu bauen und zu schenken. Und
Die Frontlänge des Gebäudes war stolze 201 Meter lang und war eines der bedeutendsten klassizistischen Bauten in Österreich. Leider hatte die Weilburg nicht das Glück, wie unser Haus auch heute noch zu existieren, sondern sie wurde am Ende des Krieges 1945 leider zerstört. Besser gesagt, ist sie abgebrannt und ihre Überreste wurden dann 1864 gesprengt. Wenn Sie Baden besuchen und am Fuße von Rauheneck sich befinden, dort gibt es den Weilburgplatz und dort ist heute noch der große Wappenstein, der einst über dem Entree zur Weilburg geprangert hat, zu sehen. Und ein weiteres Relikt aus der Weilburg ist hier bei uns im Arnold-Freyer-Museum zu sehen, nämlich diese wunderschöne Statue von Josef Kliber, der auch den Wappenstein geschaffen hat von der Weilburg, nämlich die Statuengruppe Flora und C4. Und also diese Statue, die einst in der Weilburg war, ist jetzt bei uns gut aufgehoben. Ja, Château Moreau, wenn wir jetzt durch Stundenbad wieder weitergehen in Richtung Stiegensaal, war Ritter der französischen Ehrenlegion. Er war ordentlicher akademischer Rat der bildenden Kunst in Wien. Er war Mitglied der KMK-Akademie und Architekt, eben wie schon gesagt, von Fürst Esterhazy. Und Château de Moreau verstarb 1840. Eben mit 80 oder 82 Jahren, je nachdem, an welches Geburtsjahr man sich hält, an den Folgen eines Schlaganfalls in Wien, wo er am Währinger Ostfriedhof auch bestattet wurde. Viele Jahre nachdem Charles de Moreau das Dianabad in Wien erworben und errichtet hat, also das Areal erworben hat und das Gebäude darauf errichtet hat, hatte er wieder die Möglichkeit, eine Badeanstalt zu bauen, dieses Mal hier in Baden, das Frauenbad, das es aber auch schon davor gegeben hat. Also erstmalige Erwähnung unseres Hauses war 1357, da es war die Frauenkirche angebaut, daher auch der Name Frauenbad. Es gab auch zwei Quellen, die unsere Becken gespeist haben. Und ja, das Frauenbad war eines von vielen kleinen Kurbadeanstalten mit dem Schwefelwasser in unserer Stadt Baden. Hier haben Sie jetzt dann den Plan von Charles de Moreau aus dem Jahr 1821. Denn was ist dazwischen passiert? Ich habe Ihnen schon vorher gesagt, der Kaiser war sehr angetan von Baden, hat seine Sommerfrische immer hier besucht. Er hat dadurch natürlich auch dazu beigetragen, dass Baden, ich würde jetzt einmal so sagen, en vogue war. Auch viele andere Prominente kamen nach Baden, gute, wohlhabende Bürger, Adelige, aber auch Künstler wie Beethoven oder Grillparzer. Und im Jahr 1812, nach dem großen Brand von Baden, kümmerte sich der Kaiser persönlich um den Wiederaufbau der Stadt und er hat auch ein Zeichen gesetzt, nämlich gleich am Tag nach dem Brand kam er nach Baden zurück, um zu kuren. Und er hat das damals nicht im Frauenbad gemacht, aber im benachbarten Josefsbad. Das ist das heutige El Gaucho. Ja, und sein Bruder, Erzherzog Anton Viktor, war dann auch 1821 dabei, als der Grundstein zum Frauenbad gelegt wurde, das damals eben hier so geplant war und das, in dem es damals noch 7 Becken gegeben hat. Das Frauenbad, das Karolinenbad, dann 3 Stundenbäder und 2 Fußbäder. Ja, ich möchte auch noch ganz kurz auf dieses gewaltige große Ölbild von
Emilio Vedova eingehen, das heißt Emerging aus den frühen 80er Jahren, als Emilio Vedova wieder seinen Strich fand, seine Rückkehr zur Farbe, nachdem er in den 70er Jahren sehr frustriert war und ausschließlich in Schwarz-Weiß gemalt hat, und das war Galdas eisige Zeit, fand er hier wieder zur Farbe zurück und, wie er selbst gesagt hat, auch zu seiner DNA als venezianischer Künstler, und hat sich da gesagt, ich habe mich wieder mit meinem Vorbild Tintoretto auch wieder sozusagen auseinandergesetzt, und dieses Bild Emerging also war ein ausschlaggebender Punkt für eine sehr produktive Phase von Emilio Vedova in den 1980er Jahren. Also durch Charles de Moreau gelangte unser Haus fast zu seinem heutigen Aussehen. Es gab natürlich dann dazwischen immer wieder auch Umbauten, so zum Beispiel bereits 50 Jahre nach der Eröffnung. Da sind dann zum Beispiel die Kabanen, die Sie jetzt hier sehen können, dazugekommen. Also diese Umkleiden sind erst in den Jahren 1876 dazugekommen, nach einer ersten sozusagen größeren Renovierung. Hier haben wir wieder ein Bild von Emilio Vedova, besser gesagt ein Objekt, ein sogenanntes Burini. Und wenn Sie das Bild dahinter auch an der Wand vielleicht sehen können und danach dieses Burini sich sehen, die hängen irgendwie zusammen. Denn Emilio Vedova hat damals diese bunten, schönen Bilder gemalt, und eines Tages hat er mehr oder weniger gesagt, hat er sich ein Bild ist ihm ein Bild, wie sie er formuliert hat, in den Schoß gefallen. Und dann kam ihm die Idee, die Bilder doch von der Wand zu nehmen und sie als Objekt oder Skulptur im Raum zu platzieren. Und dann hatte er die Idee zu diesem Burini, die er auch hier, wie Sie hier sehen können, dann in den Raum gestellt hat. Wunderbar zum Rundherum gehen natürlich. Und da sieht man auch diese Scharniere, die Vedova dann angebracht hat, um zu zeigen, ich kann, mein Bild öffnet sich jetzt zum Raum hin, mein Objekt öffnet sich zum Raum hin. Und dieser Burini hat er als Artist in Residence in Berlin vorwiegend geschaffen. Dieses hier ist ein sehr, sehr kleines Burini, es gibt auch viel, viel größere. Und 7 davon hat er nach seinem Abschied aus Berlin, wo er eben als Artist in Residence gearbeitet und gelebt hat, dann der Stadt Berlin auch geschenkt. Und diese Burini, wie gesagt, war die Idee, die Bilder von der Wand zu nehmen und als Objekte in den Raum zu stellen. Alle Bilder von Emilio Vedova, außer ein einziges, das jetzt hier noch bis September zu sehen ist, sind übrigens Leihgaben von der Stiftung Anna Bianca e Emilio Vedova aus Venedig. Zwei interessante Arbeiten sind hier nebeneinander zu sehen. Auf der einen Seite, so wie sie unser Museum heute nicht ganz, weil der Himmel nicht so blau war, sehen können, wenn sie durch Baden spazieren. Und links davon die Inspiration, die Architekten dann im Jahr 2005 aufgegriffen haben. Das Bild ist von Arnulf Reiner. Er hat hier diesen Kupferstich vom Frauenbad, hier ist übrigens auch das Josefsbad zu sehen, übermalt, weil die klassizistische Laterne bei einem weiteren Umbau, der inzwischen erfolgt war, nicht mehr vorhanden war. Und er hat diese nicht dazu passende Dachkonstruktion, für ihn nicht passende, hier übermalt, überkritzelt. Und ja, die Architekten haben das dann aufgenommen und haben quasi unsere Dachlaterne mit diesem anthrazitfarbenen Moiré-Lochblechzaun ummantelt. Ja, und haben sich hier eben an Arnulf Reiners Übermalung orientiert. So kam eben das Arnulf Reiner Museum zu seinem heutigen Aussehen, und ich möchte jetzt mit Ihnen
zum Abschluss unserer Tour noch in das kleinere der beiden Becken, nämlich das Karolinenbad, hinuntergehen und Ihnen noch ein bisschen etwas erzählen über die Geschichte, die weitere Geschichte von unserem Haus. Das Karolinenbad war das kleinere Becken. Früher, als noch Badebetrieb herrschte, haben im Frauenbad die Adeligen gebadet, hier im Karolinenbad die gut betuchte Bürgerlichkeit. Und an den Wänden sehen Sie heute Fingermalereien von Adolf Reiner und ein riesiges Bild von Emilia Vedova. Ein sehr dynamisches Bild, das erstmalig auch hier bei uns ausgestellt wurde. Ja, nach dem Badeschluss, dem endgültigen Badeschluss im Jahr 1973, hat es dann 1977 eine Wiedereröffnung gegeben mit einer Adolf Reiner Retrospektive. Und danach haben im Frauenbad zu Baden sehr, sehr viele Ausstellungen und auch andere Veranstaltungen stattgefunden. Damals hat das Gebäude oder das waren die Becken auch noch anders, also wurde anders verwendet mit Glasböden, und es gab hier also Ausstellungen von renommierten Künstlern, allen voran die fantastischen Realisten haben hier ausgestellt, um Arek Brauer und Ernst Fuchs oder auch Christian Ludwig Attersee, um nur ganz kurz ein paar der Ausstellungen zu nennen, die hier stattgefunden haben. Ja, hinter mir können Sie jetzt ein Bild sehen, wo die Leute hier im Karolinenbad ihre Zeit im Schwefelwasser abgesessen haben und natürlich alles unter den strengen Augen des Bademeisters. Aber wenn Sie sich genau hinschauen, werden Sie sehen, er hat auch die Leute mit Getränken versorgt. Wasser und manchmal war es auch ein Becher Wein. Ja, und zu all dem hat Charles de Moreau im Jahr 1821 den Grundstein gelegt. Und wir freuen uns, denn unser Museum ist heute ein wirklich einzigartiges in Europa. Wir sind das einzige Museum europaweit, das in so einem altehrwürdigen Prachtbau, Bäderbau heute als Ausstellungshaus dient. Und dadurch kommt es auch immer wieder zu sehr spannenden, manchmal harmonischen, manchmal gegensätzlichen Begegnungen und emotionalen Berührungen zwischen Architektur und der modernen Kunst, wie auch jetzt von Adolf Reiner oder Emilio Vedova. Das nächste Mal in einem Monat hoffen wir, dass wir Sie schon wieder live zu unserer Architekturtour im Adolf Reiner Museum begrüßen können. Für heute möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Eindruck von unserem Haus gewonnen und wissen jetzt ein bisschen mehr, wer Charles de Moreau eigentlich war. Und ich werde mich jetzt hier zu den Badenden setzen, um noch ein bisschen den Schwefelgeruch in mich aufnehmen und ein bisschen noch weiter entspannen. Ihnen ein schönes Wochenende und danke für die Aufmerksamkeit.